ist, wir fangen an schon so ein bisschen einen, so einen israelischen, palästinensischen Salat. Frieden in der Küche. Warum? Weil wir werden Pita-Brot halbieren mit Olivenöl Satar. Satar kommt von Middle East. Und dann diese ganze Gemüse haben wir für unsere Farben. Das Ganze wird hier geschnipselt und live gekocht und live serviert. Ha? Aus dem Garten, ich glaube, aus unserem Garten. Hast du noch was, Johanna? Ja, wir machen dann eine Forelle. Also die wird auch ganz lauwarm serviert. Also einfach auch was Besonderes mit ein bisschen Mais, auch aus dem Garten. Wir versuchen da alles ein bisschen in diesem Menü vorzustellen, was man da draußen hat. Nachhaltig. Ja, und ja, schmecken muss ja. Ne? Das ja. Ist das wir haben sieben Gänge. Ein Teil kommt von der Küche und ein Teil kommt von hier. Und ja, 100 Leute, ja. Gell? 100 Leute. Also Werbung können wir nicht mehr machen, ist ausverkauft. Ja, klar. Aber wir machen das ja wieder. Ne? Ja, klar. Und das alles am Gumbolzkirchner Tag, lebenswerte Gemeinde Gumbolzkirchen. Danke euch, ihr drei. Bitte, bitte. Gehen wir jetzt einmal durch. Der Höhepunkt, eine Tafel für 100 Menschen. Johanna Kirchhofer, die Heiermutter und Kind. Robert Grill, der Obmann von Lenkauern, absolut engagiert, immer dabei. Wenn man dann das Miteinander in der Fördern, sondern das Denken, sich der Mensch interessiert, dann ist er denn wirklich jetzt. Ja, ja. Ich hab den ersten Satz, jeder ist so, also 100 Menschen haben sich das Menü gemacht. Das sind die ersten Projekte in der lebenswerten Gemeinde von Gumbolzkirchen. Das ist jetzt hier beim Wildbienenprojekt. Wie man schneidet, Schneiderei in Schlegdorf, das Salzburg in der 9. Generation. Das sind jetzt auch Gruppenmessen. Andreas Doris Sedal, wunderbare Säfte, wir haben